Die Bergflockenblume hat sich zum Blühen entschlossen und ich liebe Flockenblumen. Beziehungsweise eigentlich sind sogar zwei. Der Löwenzahn hat seine erste Blüte hinter sich, aber dafür kommt jetzt der Schnittlauch so langsam. Die Eberesche hat jetzt auch offensichtlich das erste Mal sich dazu entschlossen, bei mir zu blühen. Und hier die Nesselkönigin. So, meine Blaubeersträucher sind jetzt auch in die Blüte gegangen. Hier kommt auch noch eine Flockenblume. Die Lichtnelke ist am Blühen. Und auch die Akelei ist da. So, und hier eigentlich eine riesen Pflanze mit winzigen Blüten. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der gefiederte Storchschnabel. Und das ist die Moosbeere. Die ist jetzt auch in der Blüte. In meinem torffreien Moorbeet. Ja, ein bisschen schaut es ganz gut aus. Hier die neuen Sonnentaue sind angewachsen. Hier vorne auch noch mal zwei. Da waren die Schnecken ein bisschen dran. Aber die scheinen sich in dem Substrat jetzt tatsächlich wohlzufühlen. Die, wo ich letztes Jahr schon reingepflanzt habe, hier hinten. Und hier die Venusfliegenfallen. Hier noch ein Sonnentau, die kommen auch. Also insgesamt scheint das mit dem Torffrei ganz gut zu funktionieren. Das Gelbe da hinten ist die Zypressenwolfsmilch. Da komme ich jetzt aber gerade nicht gut ran. Und auch in meinem Sumpf. Die Sumpfdotterblume hat schon geblüht gehabt. Hat wohl einiges überlebt. Ja, und einiges, so wie es ausschaut, auch nicht. Aber gut, so ist es halt. Manches klappt nicht. Ja, und wenn hier die Natternköpfe dann das Blühen anfangen, das wird dann der absolute Wahnsinn. Ja, und was als nächstes wahrscheinlich kommt, ist der Wiesensalbei. Das schaut so aus, als ob das nicht mehr lange dauert. Ja, und mit diesem Anblick, also, genau, natürlich gleich bei der Blüte auch eine Nisthilfe. Hier ist noch eine Nisthilfe. Ist jetzt halt für die großen Durchmesser. Und auch diese Nisthilfe hier ist schon ganz schön benutzt worden. Bei den beiden Bienensteinen haben wir tatsächlich nur hier eins, was bisher benutzt ist. Dafür ist hier bei den Bambus und was war das andere? Ich glaube, Holunder bei den Stecken, da ist jetzt auch was los. Ja, das war's dann mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.